Ja, herzlich willkommen zum fünften Teil von Voodoo Zauber. Ja, ich bin auch mal wieder da. Hab eine ganze Zeit lang nicht mehr gespielt. Hatte einfach keinen Bock mehr, aber jetzt ist der Bock wieder da, sozusagen. Was ich gemacht habe, ich habe gerade ein bisschen rumgeeiert. Ich glaube, ich habe eine Stunde dran gesessen, wieder den Spielstand so zu bekommen, wie er war, beziehungsweise noch ein bisschen mehr. Und zwar war ich im Internat, Moment mal, im Internat und habe herausgefunden, was für riesige Füße Teboro doch hat. Ja, was bringt uns das? Nicht viel, außer zu wissen, dass speziell jetzt diese großen Fußabdrücke auch von ihm stammen könnten. Könnten. Ja, und was außerdem passiert ist, dass wir ins Bootshaus gegangen sind und auf einmal alles weggeräumt war. Ja, Herr Wuchtig hat ganze Arbeit geleistet und darauf sprechen wir ihn doch mal an. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. So. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Herr Wuchtig? Das ist gut gemeint, aber spare deine Kräfte lieber für ein neues Boot auf. Du wirst sie noch brauchen. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Egal, wir gehen einfach nochmal dahin. Wir können jetzt mit allen eigentlich im Prinzip da nochmal hingehen. Da wird es sicher viele neue interessante Gespräche geben. Zum Diese Beispiel das Abdrücke hier. stammen auf gar keinen Fall von Tibururo. Er hat viel kleinere Füße. Lass sehen. Ach, das sind die Spuren, die ich vom Fenster weggehakt habe. Mag sein, dass jemand ins Bootshaus geguckt hat, aber eingestiegen ist er dort nicht. Das Fenster ist unversehrt. Von mir aus könnt ihr noch ein wenig Detektiv spielen. Ich sehe mich derweil auf dem Holzplatz um, damit ihr Material für ein neues Boot habt. Auf dem Bolzplatz. Das finde ich super. Vielen Dank. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Na, der Herr Wuchtig ist einfach ein netter Kerl. Kann man nichts gegen sagen. Okay, Tiburoro anscheinend nicht. Zu kleine Füße, aber er hat auch gesagt, das wisst ihr ja nicht, dass alle Leute, die aus Bahiti kommen, große Füße Kann ich haben. Ihnen irgendwie helfen, Herr Wucht? Ach so, Sind das Sie hat er sicher, gesagt. dass Sie nicht jemand anderen als Tiburoro gesehen haben? Wer denn sonst? Nein, 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 nein. Es war Teburoro. Es war Teboro. Darüber gibt es keinen Zweifel und von daher gucken wir noch mal, ob Tin noch was Neues erfährt von Herrn Wuchtig. Nö. Prima, dass Wuchtig so zu uns hält. Ich glaube, er will genauso, dass das Internat gewinnt. No Wuchtig at all. Mit Karl nochmal, obwohl er wahrscheinlich auf dem Bolzplatz ist. Nein, ich weiß schon, auf dem Holzplatz. Wenn wir unseren Hausmeister nicht hätten. Dann hätten wir einen anderen. Ups, das wollte ich nicht. Leise, Oskar. Ja, Oskar schon wieder. Nein, ich wollte doch in Wirklichkeit wollte ich doch noch mal zum Bootshaus und noch mal die Das leere sieht doch schon ganz anders Raum zu aus. erforschen. Oh ja, der ist wirklich sehr schön leer. Am besten, was machen wir jetzt mit Tim zum Internat? Oh. Na Die nun, Eingangstür war seit wann offen, ist denn ne? die Eingangshalle unbeaufsichtigt? Oha. Oha. Oha, oha, oha. Tiburo, ne? Hast du gestern Abend jemanden beim Bootshaus gesehen? Was wohl dein Vater zu diesem... Das kennen wir beide schon, aber wir müssen ja eine Frage Hast du stellen, gestern daher. Abend jemanden beim Bootshaus gesehen? Das. Wie sollte ich? Ich kann mich nicht entsinnen, gestern am Bootshaus gewesen zu sein. Okay, also er bestreitet ganz klar, dass er da war. Aber Herr Wuchtig behauptet steif und fest, dass er Tiburo da gesehen hat. Von daher ist da irgendwas ganz abwegig und nicht so richtig koscher. Herr Wuchtig setzt sich so sehr für uns ins Zeug, dass er sogar seine eigentlichen Pflichten vernachlässigt. Herr Wuchtig. Ja, hier die Eingangstür steht sperrangelweit offen. Während Herr Wuchtig auf dem Holzplatz ist, sollte ihn eigentlich Herr Albertsen vertreten. Komisch. Auf unseren Mathelehrer ist doch sonst immer Verlass. Eine Ahnung, wo der sich rumtreibt, aber wir gehen trotzdem nochmal mit Gabi dahin, weil jetzt ist ja keiner zur Aufsicht da. Prost, Vielleicht Oskar. können wir dann ja zu Tipu. Bahn frei, Gabi. Oh ja. Tibururu, erschrick nicht. Ich bin's, Gabi. Oh mein Gott, ein Mädchen. Hi, wie bist du an Albertsen vorbeigekommen?
Ganz einfach. Weder er noch Wuchtig waren unten. Hm. Sag mal, kann es sein, dass du Schlafwandler bist? Manchmal schlafe ich schlecht und träume wild, aber das ist alles. Ich glaube, wenn man Schlafwandler ist, dann weiß man es doch gar nicht, oder? Ist das der Palast deines Vaters? Der Regierungssitz von Tebo Tebo, genau. Mein Onkel Tebo Tito ist neben mir sein engster Vertrauter. So, so. Wo können wir deinen Onkel finden? Freust du dich denn nicht, deine Heimat wiederzusehen? Ah, zwei neue Sachen. Nicht so, wie ich sollte, Gabi. Irgendetwas sagt mir, dass mit meiner Abreise ein Abschied für immer bevorsteht. Als Thronfolger habe ich ständig Angst, dass mein Vater zu früh abdankt. Ja, Oskar. Prost, Oskar. Nicht immer wieder dieselbe Animation hier, Oskar. Das ist langsam echt nicht mehr witzig. Freust du dich denn? Wo können wir deinen Onkel finden? An meine Familie zu denken, macht mir das Herz schwer, Gabi. Dann wird mir bewusst, dass ich zu Hause viele Verpflichtungen habe. Entschuldige. Der arme kleine Junge. Ja, ansonsten nichts Neues. Gut, dann meine Vermutung wird sich bewahrheiten, wahrscheinlich. Denn die beiden hier, Frau Dings und Herr Anders, nee, der andere Typ, was auch immer. Auf jeden Fall die beiden, die lieben sich doch bestimmt. Ist's Liebe, ist's Andacht, was dich so beglückt? Rings Frühling dich anlacht, du sinnest entzückt. Ja, Frau Schmeichel, Sie treffen sich heimlich mit unserem Mathelehrer. Gelegen. Oh, bitte Diskretion. Bitte um Diskretion? Nö. Horchen Sie sich etwa gegenseitig aus? Sei nicht dumm, Tim. Gerade weil wir solche Unterstellungen vermeiden wollen, sehen wir uns nur heimlich. Wir lieben uns aufrichtig. Die lieben sich aufrichtig, okay. Da haben wir aber noch einige Fragen. Wer hat denn nun unser Boot sabotiert? Ja, wer war es denn nun? Keiner meiner Gymnasiasten. Ja, mag sein, aber doch auch niemand vom Internat. Aus. Das heißt eigentlich Aha. Gymnasten. Oh, mit Karl waren wir dann auch noch nicht da. Und dann noch mit Klößchen und mit Gabi. Frau Venus, du Frohe, so klingend und weich. In Morgenrotzelohe erblick ich dein Reich. Mann, ist das. Sowas. Mein Mathelehrer erteilt der Konkurrenz Nachhilfe. Nicht das ist aber eine seltsame Art von Algebra. Poesie. Es geht um Poesie. Bitte bewahre Stillschweigen. Bewahre Stillschweigen über diese beiden jungen Liebenden. Warum darf niemand von ihrem Techtelmechtel erfahren? Genau, warum nicht? Edith, ich meine, Frau Schmeichel könnte Ärger mit dem Direktor vom Gymnasium bekommen, falls er die Situation missversteht. Das könnte natürlich... Unser Direktor hat sehr altmodische Ansichten, von wegen Moral und Geltungsdrang. Ah, hier, die Puppe? Könnte Erkan sich mit dieser Puppe an Voodoo versucht haben? Ach, an sowas glaubt doch keiner wirklich, Herrgott. Lernt ihr es denn nie? Unsere Projektwoche steht für Verständigung und Frieden. Und ihr misstraut und bekämpft euch gegenseitig. Stimmt. Daher schlage ich vor, du gehst mit gutem Beispiel voran und überreichst Erkans Puppe unserem Gast Tebo Tito. Dann sieht er, dass sich Internat und Gymnasium wenigstens einig sind, wenn es um Völkerverständigung geht. Na gut, spiele ich also Botschafter. Okay, na dann. Die zweite Frage hatten wir nicht mehr. Warum darf niemand von ihrem Techtel mehr... Wie ist denn Teborohos Onkel so? Ach so. Er war sehr angetan von unserer Projektarbeit und scheint genau zu wissen, was er will. Manche würden sagen, er wirke ein wenig furchteinflößend. Ich habe ihn zwar nicht persönlich kennengelernt, aber Teburoro ist seit seiner Hand zurückhaltend. Er muss vor seinem Onkel großen Respekt haben. Muss einen seltsamen Arm haben, wenn die Hand da... Na, wie auch immer. Du trägst so rote Rosen, oh Mann, du schaust so freudenreich, mich. Du kannst so fröhlich kosen. Was stehst du still und bleich? Herr Albertsen als Rosenkavalier. Bitte verrate uns nicht. Bitte
verrate uns nicht. Ist es für Sie nicht anstrengend, alles geheim zu halten? Bitte erzählt es nicht beide. Und wir? Ich wünschte, es würde diese Rivalität zwischen unseren Schulen nicht geben. Das ist eine komplett romantische Folge heute. Ich merke das schon. Glauben Sie an Voodoo? Nein, dazu bin ich zu aufgeklärt. Die Liebe ist noch immer der schönste Zauber. Ach ja, wir sind alle sehr aufgeklärt und glauben alle nicht an Voodoo, stimmt's? Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus, flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Das ist wunderschön. Selten hat man Internat und städtisches Gymnasium so glücklich vereint gesehen. Herr Albertsen ist... Er wollte nur... Du hast recht. Sag es nicht weiter. Jetzt wissen es aber schon vier Leute. Wissen Sie, warum Teodoro befürchtet, sein Vater könne vorzeitig abdanken? Sein Onkel will ihn schonend darauf vorbereiten, dass König Tebo sehr krank ist. Darum wird uns Prinz Teboroho bald verlassen. Egal, ob die Regatta stattfindet. Nein. In dem Fall würde es mich mal interessieren, wer dann auf Bahiti die Regierungsgeschäfte übernimmt. Naja, Teboroho dann ja, ne? Hat er schon gesagt, dass er sich da verängstigt. Ein schönes Plätzchen für Liebespaare. Ja. Oh ja, und ein heiß begehrtes. Nicht wahr, Gabi? Oh ja, allerdings. Da muss man echt schon vorher buchen, dass man dann eine halbe Stunde sitzen darf. So, was machen wir jetzt mit Klößchen? Die Voodoo-Puppe abholen. Die ist doch bestimmt jetzt untersucht worden von Herrn, ich merke mir den Namen gar nicht mehr so richtig. So, wer ist denn dieses hier? Können Sie hiermit etwas anfangen? Drollig. Aber aus dem Alter bin ich raus. Haben Sie sich die angstmachende Voodoo-Puppe schon angesehen? So jetzt aber. Keine Zeit. Komm. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, toll. Das ist Mist. Hätte ich jetzt echt drauf gehofft, dass wir die zurückbekommen. Ja, vielleicht mal gucken, weil das Gymnasium musste ja jetzt auch leer stehen. Aha. Wie ausgestorben. Als würde sich etwas zusammenbrauen. Ausgestorben. Können wir nichts Neues machen. Nichts Neues machen. Rein da, Klößchen. Gut, dass ich nicht an Voodoo glaube. Quatsch, Karl. Sonst hätte ich wegen der verschwundenen Puppen jetzt Bammel. Ja, ich hätte auch Bammel. Hier ist nichts los. Dass Frau Schmeichel sich einfach abgeseilt hat. Leise, Oskar. Puh, hier drin ist es ziemlich stickig. Kein Wunder, dass Frau Schmeichel mal raus ist. Ja, ich bin noch da. Am besten nochmal zurück zu Karl. Der guckt ja immer noch so grimmig. Ich mache mir Sorgen um Teboroho. War er unfreiwilliger Zeuge? Belügt er uns, um jemanden zu decken? Als Detektive ist es unsere Pflicht, auch wirklich alle zu verdächtigen. Wir setzen sonst unseren Ruf aufs Spiel. Sogar Tebo Tito scheint eine Menge von uns zu halten. Denkt nur an die Puppen bei Frau Schmeichel. Ja, der Onkel ist damit der erste Fan, der TKKG als Actionfiguren besitzt. Vielleicht sollten wir mal zurück zu Teboroho und mal die Füße abmessen. Vielleicht finden wir dann raus, dass die richtigen Fußabdrücke sind. Das wäre doch mal eine Taktik, oder? Dann gehen wir am besten mal nochmal zu Teboroho rüber.
Vielleicht gibt es da ja was Neues und ich fürchte, danach ist die Folge auch schon wieder vorbei. Hast du gestern Abend jemanden beim Boot? Was wohl dein Vater zu diesem Vorfall sagen würde? Ja, nee, das sind jetzt auch keine neuen Fragen. Müssen wir sehen, wie wir da weiterkommen in der nächsten Folge. Ich muss mich nochmal kurz für die Tonqualität ein bisschen entschuldigen, dass es so ein bisschen immer so gerauscht hat, wenn ich gesprochen habe. Ja, das ist irgendwie blöd, das muss ich irgendwie noch regeln. Ansonsten freut mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und bis dahin. Ciao, Leute.